Zuvor bei Moneymakers. Die gehen im Netz gebraucht ungefähr für 75 bis Versand. Das war erschreckend. Erfolgreich. Wir haben jetzt innerhalb von wie lang? Halbe Stunde circa 33 Euro gemacht, kurz. Oder in der nächsten Folge. Jede richtige Hand. Yo, Leute, die Moneymakers sind wieder back am Start. Also heute mit Tag Nummer 4, direkt vom Flohmarkt, Leute. Wir gehen heute auf den Flohmarkt und wir werden wieder Schätze suchen, denn mit den Schuhen können wir euch eins schon mal sagen. Es gibt schon ein Struggle. Ja. Es gibt ein Angebot für 35 Euro auf eBay Kleinanzeigen. Max, sein Angebot mit 25 Euro Startpreis läuft noch 3 Tage. Es gibt noch kein Gebot. Wir wissen nicht, was wir tun. Was würdet ihr machen? Schreibt es in die Kommentare. Wir überlegen uns das aber noch, glaube ich. Wir wissen es noch nicht. Jetzt gehen wir erstmal Handen auf den Flohmarkt. Dann werden wir nachher noch unsere Umfragen auf 30 Euro hochballern. Jeweils. Yes. Und vielleicht noch irgendwas anderes Cooles machen. Aber jetzt suchen wir erstmal nach Schätzen. Also 10 Euro haben wir für die. Ja. Wie gesagt, also eventuell mal trocken wird. Ich hab's ja aufgezogen ganz kurz und dann gongte sie direkt. Die Verfärbungen, die gehen aber. Das geht auch. Okay, gut. Ich baue noch mal rein. 10er ist zu viel. 10er ist zu viel für die Uhr. Ich kenne mich damit halt nicht aus. Nee. Ja, von aufziehen, keine Ahnung, wie sind die noch. Gibt's hier irgendwie Spiele oder so? Nee. Filme. Boah, und Spiele. Boah, echt Spiele. Aber lass mal noch mal einmal hinten im Kreis nur. Natürlich auch Schätze, Max. Das sind Schätze, ja. Aber was. Die haben alle schon gar keine Abdeckung mehr hier. Schon mal nichts Gutes. Aber es sind geile Kameras, aber. So, das hier ist noch das einzige funktionsfähige. 75 bis 300, 1 Punkt. 290 Euro durchgestrichen. 35 bis 300. 4 bis 5,6er Blende. Ja, da gucken wir mal. 20 Euro für den Controller noch haben. 10 Euro. Die waren schon mal offen, ja? Ja. Achso, das ist nicht mehr original verpackt. Nee, ist schon mehr offen. Der Controller. Ist nicht mehr original verpackt. Die Leute haben das dann wieder nicht weggeschmissen, sondern wieder da reingelegt. Ja, ist ja mit Karton, was ist eigentlich. Wenn ich jetzt die zwei zusammennehmen würde, 15. Wir gehen 11 gehen, ey. Nach 12. Dafür gehen die Sachen schon gut von. Glauben wir. Da ist ja keine Verpackung mehr da. Aber nur 13 Mann, dann nehme ich es. 15 ist mehr. Hier seht ihr jetzt mich beim Handeln von einem Stück. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Aber ihr werdet es gleich sehen, was es ist. Auf jeden Fall war der Mann übel nett. Ich dachte einfach, alt ist gleich geil und ich muss es mitnehmen. Ja, ihr seht es gleich, was ich da gekauft habe. War vielleicht eine Dulli-Aktion. So Leute, eine etwas unorthodoxe Ausbreite. Wir haben einmal unser Handelsbein von Heino. Und jetzt unseren ersten Goldschatz. Ah nein, okay, das ist noch von Howard Carpendale. Elvis. Ja, die besten 40 Greatest Hits. Und eine Schallplatte von Modern Talking. Das ist unser You're Goldstück. My Heart, You're My Soul, Leute. Wir haben dafür. Wir haben alle Schallplatten für 6,50 Euro gekauft. Das heißt, wir müssen nur 6,50 Euro umsetzen, also 7 Euro umsetzen, in Anführungsstrichen, um Gewinn zu machen. Und dann hat der Max noch gemeint, Leute, da muss für 6,50 Euro ein Kleintierzüchter sammeln. Aber weißt du, von welchem Jahr das ist? Von 1934. Sehr lange her. Nur ein Sticker fehlt. Die Frage ist, wir müssen jetzt gucken, ob wir den Sticker noch kaufen und dann verkaufen oder einfach das Buch so verkaufen und sagen, nur ein einziger fehlt. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Wird ungefähr komplett gehandelt für 30 Euro, 6,50 Euro. Bis sogar 70 Euro haben wir gesehen. Ja, aber 30 Euro in Masse. Ja. Also mehr wird es nicht geben wie 25 Euro mit vier Sticker. Aber wir haben auch nur 6,50 Euro gezahlt. Schauen wir mal, vielleicht 20 Euro kriegen wir es vielleicht verkauft. Aber jetzt, Leute, muss man sagen, ich übergebe die Kamera an Max. Seid ihr bereit für das Highlight? Für den Hand des Tages. Max hat am Ende noch einen Goldschatz gespottet, wirklich. Ein Formel 1 Ferrari Lego aus den 1960er Jahren. Original verpackt. Also die Teile sind innen drin noch eingeschweißt. Wir haben den für 30 Euro gekauft, Leute. Kann ich mal zeigen, wie das von innen. Der wird online gehandelt für über. Mach jetzt keinen Scheiß, mach die Verpackung nicht noch, Bro. Ja, mach ich nicht. Alles eingeschweißt. Also, ja. Auf jeden Fall 30 Euro gezahlt und pass auf. Ja. Gekauft für 30 Euro, online wird er für über 100 Euro gehandelt. Let's go. Aber nochmal, um das kurz anzumerken. Stellt euch mal vor, wenn wir das ganze Geld dann haben, die 1000 Euro, würden wir das einfach aufs Spiel setzen. Ja, wäre richtig dumm, oder? Marina! Also, bist du bereit für unsere Schätze? Der Kleintierzüchter, ein Sammelalbum,
aus dem Jahr 1934. Wohlgemerkt, schöne Hüte. Geil, oder? Schöne Sticker. Gab schon Sticker. Du musst mal geben. Guck mal, aber mal ehrlich, fahr mal drüber, wie gut die sind im Vergleich zu heute. Ne? Ja, was? Also 1934. Alter, das ist Max, 90 Jahre alt. Max beliebt. Er sagt, er hat 6,50 Euro gezahlt. Ich sag, es war ein Schrottkauf, aber egal. Dann haben wir hier von Heino eine Schallplatte. Schallplatte ja, werden ja wieder in Heinos große Erfolge Nummer 3. Dann Erfolge von Howard Carpendale. Auch eine Schallplatte. Wow. Dann aber, Leute, jetzt kommen die Schätze. Jetzt? Der Elvis. Ja. Elvis ist auch dabei. Ja. Gibt's im Internet nur importiert aus dem Ausland. Jetzt auch in Deutschland erhältlich. Ja. So. Und Modern Talking von Dieter Bohlen. Nee. Ja, mal. Ja, mal so. Aber eigentlich. Du wirst auf den ersten Blick nicht merken, aber das hier ist der wahre. Rat mal, was der hier wert ist. Ja, ich weiß nicht, ob das sowas. 30 Euro haben wir gezahlt. Ja, hoffentlich mehr. Ja, logisch. Also circa 80. Circa 100 Euro. Der ist aus dem 1960er Jahren, Ferrari F1. Weißt du, was das Krasse ist? Nee. Ich mach's jetzt nicht auf, aber der ist noch neu. Also die Lego-Puzzleteile sind alle noch eingeschweißt. Das heißt, du musst dir geben, es hat jemand 1960 gekauft und nicht benutzt und noch nicht einmal aufgemacht. Ja, verrückt. Ja. So, also offen gebraucht kostet ja 33 irgendwas, aber halt ungebraucht um die 100. Verrückt. Dann die müssen wir jetzt nur noch einstellen auf eBay. Ich bin mal gespannt, Leute. Ich bin mal so gespannt, für was das alles weggeht. Das machen wir jetzt auch. Wir stellen jetzt ein. Direkt mal ein paar Fotos. Also Leute, aber bevor wir jetzt weitermachen, wollten wir euch noch sagen, es gibt ein Update. Dean Tramp hat Max gefragt, ob wir die Schuhe verkaufen sollen und er hat gesagt, wir gehen raus damit für 40 Euro. Das heißt, ich habe der Frau geschrieben, die hat auch gesagt, sie wird bezahlen direkt. Das heißt, 40 Euro für die Schuhe in unsere Kasse rein. Ja, also Versand müssen wir noch wegrechnen, aber werden so 35 Euro übrig bleiben. Ist aber nicht schlecht, ist 300% von 12 Euro, ist schon echt mega gut gelaufen. Money, money makers, Alter. Leute, ihr wisst, was jetzt für eine Einblendung kommt. Let's win some money. Ich habe alles eingestellt, Leute. Killer! Sag uns die Preise. Killer. Also man muss dazu sagen, ja, der ist der Kleintürzüchter von Hans der Nordmark, das Sammelbuch von 1934, ist jetzt drin beim Startpreis von 10 Euro und für 19,90 Euro zum Verkauf. Die Modern Talking Schallplatte für 4 Euro Startpreis und für 13,90 Euro Sofortkauf. Hat auch, also dieser Kleintürzüchter hat 4 Aufrufe schon, Modern Talking 3. Dann die Vinylschallplatte von Heino, seine größten Erfolge 3. 2 Euro Startpreis, 6,90 Euro Sofortverkauf. Howard Carpendale, Vinylschallplatte Erfolge, 2 Euro Startpreis, 5,90 Euro Sofortverkauf. Elvis Presley, 2 Euro Startpreis, 11,90 Euro Sofortverkauf. Aha. Vielleicht geht es noch weg. Und das Highlight, Leute, unser Highlight, unser guter Lego System F1 Ferrari ist drin für 60 Euro Startpreis und für 109 Euro sofort, 109,90 Euro Sofortkaufpreis. Weißt du, was ich mir gerade überlege, ob es überhaupt so gut ist, da überhaupt die Möglichkeit zum Bieten zu geben? Warum? Ja, wenn da nur ja, ein aber Typ. Aber mit 60 Euro machen wir schon das Doppelte an Gewinn. Ja, stimmt, eigentlich, ne? Money is money. Ja, das ist 100%. Weißt du, ist 100%. Aber weg ist weg. Ja, das wird schon klappen. Also, das läuft jetzt 3 Tage. Wir hoffen mal, wir hauen jetzt hier gut was raus. Das Problem ist halt, unser Konto ist noch kleiner gerade. Ja. Aber das wird schon. Aber ich überlege mir gerade, ob ich den bei eBay Kleinanzeigen so auf 90 Euro setzen soll. Ja, wir werden das noch parallel setzen. Bisschen niedriger setzen. Ja. Weil dann vielleicht, wenn da einer kommt für 80, dann hauen wir auch einfach weg. Ja. Dann haben wir nicht den Struggle. Aber Leute, falls es so aufgeht, dann war der Hand erfolgreich. Leute, ihr seid live dabei. Es hat sich gerade eben Black Ops verkauft für 6,95 Euro und die Schuhe sind jetzt auch in Dach und Fach, das heißt, wir haben die jetzt auch hier schon verpackt und die werden wir jetzt zur Post bringen. Yes, und alles andere hat sich leider noch nichts getan. Wir haben auch richtig blöde Neuigkeiten, wir müssen das Geld von diesen Umfragen wieder abziehen leider. Zumindest meine 11 Euro auf jeden Fall, weil bei mir es einfach nicht funktioniert, whatever. Yeah. Bei Max müssen wir jetzt über Nacht noch warten. Bei Max stehen wir noch bei 22 Euro. Ja, wir müssen gerade von Chris abziehen, weil das hat irgendwie doch nicht so geil. Ja, also war irgendwie doch nicht so geil, die Umfragen. Max, hoffen wir jetzt, dass er die 30 Euro voll macht und die noch auszahlen kann. Umfragen, die lassen wir dann auch, weil das ist so ätzend und das ist so viel Scheiß machen. Also wir gehen lieber wieder auf Secondhand und Rüdenmärkte. Das macht auch viel mehr Spaß. Ja, ist das auch, also jetzt auch mit dem Schuh einfach über Nacht. 300% zu verdienen. Ja, voll geil. Ein bisschen 12 Euro reingekauft, 45 Euro, 40 Euro verkauft. Oh. Okay. Jetzt müssen wir einfach zur Post. Versand ziehen wir natürlich wieder ab. Und den Versand abziehen. Genau. Let's go. So Leute, kurz bei der Post gewesen. 4,50 Euro wieder abziehen. Dann zocken wir mal bis zum nächsten Mal.
verkauft sich richtig viel. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Hier geht es auf jeden Fall zum letzten Teil, Leute. Hier könnt ihr uns kostenlos abonnieren. Und hier, wo dann der zukünftige Teil erscheint. Und jetzt gleich im Endscreen könnt ihr uns überall sehen, wo wir zu finden sind. Folgt uns auf Twitch.